So, ich entschuldige mich nochmal wegen der Störung durch den Anrufer. Ich hatte nämlich den Flugmodus nicht aktiviert. Da hatte mich jemand angerufen. Dort geht es darum, er arbeitet in so einem Transportunternehmen, also so Transportdienstleistungen, und die haben ja so eine Sicherheitsüberprüfung. Und weil er gewisse Fragestellungen thematisiert hatte, die Ehrlichkeit in den Behörden betreffen und eben diese Behörden betrügen und die Leute belügen, alles angeprangert hat, und das völlig zu Recht, hat man ihm die Sicherheitsüberprüfung verweigert. Und da hat er nun Staatsanwalt und alle möglichen Sachen, Beschwerden geschrieben. Und das bringt natürlich dann nicht viel. Ich habe ihm geraten, er soll sich an die Botschaft, an die US-Botschaft wenden mit der Bitte um Weiterleitung an die SIGINT. Ihr könnt gerne noch mal in der Videobeschreibung dann mal gucken. Da gibt es eine Anschrift, die NSE-Abteilung SIGINT Regierungskriminalität. Und dort könnt ihr das hinmelden. Dann macht er von den Leuten ein Personenprofil, den vermuteten Aufenthaltsort, wo die sich aufhalten, was die verbrochen haben, wann das war, wer die Zeugen waren und so weiter. Und dann wird von denen dort ein Täterprofil erstellt. Und wenn es dann zu nutzungsrechtlichen Maßnahmen kommt, werden die dann als Asche eingesammelt. Er könnte sich dann vor Militärstaatsanwaltschaft dafür verantworten, weshalb sie Leute terrorisiert haben und denen die Lebensgrundlage entzogen. Und das ist völlig egal, ob das ein Politiker oder Richter ist. Und mit der Gesetzgebung haben die dann sich dann verantworten und stehen dann mit ihrem Privatvermögen ein. Weil in besatzungsrechtlichen Rechtsprechung zählt ja dann nur das deutsche Recht, da ist das Bundesrecht, spielt ja keine Rolle. Und im deutschen Recht gibt es nur Privathaftung, und die ist unbeschränkt. Und dann hängen sie drinnen mit der Schadenssumme. Und da wird ja nicht nur der eigentliche Schaden bewertet, sondern auch Schaden wird dann auch großzügig geschätzt, wie es in den USA ist, wenn du ein Ami in heißen Kaffee über die Hose schüttest. Und hinzu kommen die ganzen saftigen Gebühren, die eine Besatzungsbehörde immer der Bundesrepublik in Rechnung stellt. Und soweit ich informiert bin, sind besatzungsrechtlichen Beschwerden bei 500.000 Euro Bearbeitungsgebühren, weil die Militärstaatsanwaltschaft bei der Bundesrepublik direkt abbucht. Und das macht dann so ein Behördenmitarbeiter ein zweites Mal. Und in meinem Fall habe ich wenigstens einen davon weggesägt. Der ist das nicht mehr dort, wo er jetzt arbeitet. Und das wird nicht der letzte sein. Ich habe also 10 Fälle laufen, die noch in der Klärung sind. Aber wenn die durch sind, sind die auch alle ihren Job los. So, also wenn ihr euch an der Profiling-Arbeit beteiligen wollt, die ich jetzt auch gerade mache, dann seid ihr herzlich eingeladen. Da kann man auch mal eine Schulung machen, wie man so eine Profile erstellt. Von Leuten, die die Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik zu ihren eigenen privaten oder politischen Vorteilen nutzen wollen, die Bevölkerung terrorisieren. Ich hatte letzte Woche eine Auseinandersetzung mit einer Zustellerin, die sich erlaubt hat, Bauabläufe zu terrorisieren. Da habe ich dann die Bundesnetzagentur eingeschaltet. Ich möchte das bloß nochmal sagen, dass es da Möglichkeiten gibt, und die Adresse dann in der Videobeschreibung. So, ich muss jetzt Schluss machen, es ist schon spät, die Leute wollen schlafen, und ich bin ja hier nicht alleine hier. Na gut, dann gute Nacht.